So, Männer, Kamera läuft, Ton ab. Yeehaw. Ja, ist alle raus. Raus, go, go. Nico, der Nächste. Was ist denn los hier? Springt doch mal raus. Kommt, Leute, kommt, traut euch. Alpha Lead an HQ kommen. Vergesst nicht, in die Waagerechte zu gehen, bevor er abzieht. Coach sicher gelandet. Wieso sehe ich denn eigentlich schon wieder eine Leiche? Zwei Leichen am Boden. Sehr ordentlich. Das sah sehr professionell aus. Was? Ja, das sah sehr professionell aus, sag ich. Mich? Ich fand's gut. Ich find's so gut, dass wir alle im Umkreis von 5 Meter gelandet sind. Ja, wir sind SF, wir können das. Bis auf einer, der steht da hinten irgendwo rum. Ja, kommt bitte nochmal ran irgendwie, oder? Möhre, wenn ich... Ich hab schon ein paar hier auf der Straße gesehen. Nach der Rechtskurve. Mhm. Muss ich meinen Fallschirm auch zusammenbauen? Ah, brauchst du nicht. Ach, wozu? Können die Kinder haben dann aus dem Dorf? Na, können sie ein Kleidchen basteln. Genau. Die Fahrzeuge habt ihr gesehen, ja? Near Airfield. Die ersten Feinde relativ nah nach dem Hügel hier. Ja, habe ich auch gesehen. Also, weg. Und Vorgehensweise? Rechts hoch oder Straße entlang? Ne, Straße entlang ist ungünstig. Ich bin für und rechts hoch. Ja, gehen wir auch. Habt ihr denn Night Vision an? Ja, selbstverständlich. Glaub, ich nö, noch auf. Nicht. Ja, halt nicht. Pff. So. Cool. Wie? Warum stellst du dich hinter mich? Entschuldigung. So, können wir? Ja, ja. Aufstellung? Erstmal im Gänsemarsch, den Hügel hoch. Na gut. Hier im Südwesten. Der MG-Gunner geht vor, seit wann das denn? Ne, Sperrfeuer. Dann geht halt wer anders vor. Ist. Jetzt hat er sich bockig hingesetzt. Das streikt er. Er soll nicht stricken, der soll bloß schießen. Und dass der Funker vorausgehen muss. Der Einzige, der Kontakt mit dem, der Flugunterstützung. Ja, eigentlich geht unser Sniper voraus. Er ist der Kundschafter. Stop. So,
Scope, komm, du bist unser Kundschafter. Ab geht er. Okay, ich habe keine Nachtsicht an, ne, wegen meinem ZF, deswegen wollte ich hinten bleiben. Du siehst doch genug. Ja, ich sehe 10 Meter. Was? Nach vorne siehst du 10 Meter. Hä? Muss man die Reichweite einstellen? Na, hab ich auch, 10.000. Ich sehe alles, ich sehe da hinten die Berge, alles wunderbar. Du musst doch mal Set drücken. Na, hab ich. Er hat's runtergestellt auf 10 Meter. Also ich sehe jetzt gerade ganz knapp eine Möhre vor mir noch. Ernsthaft? Ja, klar. Krass. Also ich kann wirklich gut sehen ohne Night Vision. Nach da hinten, nach unten hin kann ich super sehen hier, nach hinten. Also ja, quasi nach oben sehe ich auch alles. Ich sehe sogar die Sterne und den Mond. Oh, na, toll. Toll, jetzt haben wir einen Sniper, der nur 10 Meter weit gucken kann. Der verletzt gerade beim Para-Heli-Halo. Ja, ja, ich bin geportet worden. Ich auch. Ihr seid geportet. Sag ich nur, dass oben nur 4 Leute waren. Irgendeiner hat mehr als 4 Leute gesehen. Nein, die waren gesehen. Da. Geworden. Na? Und dann einfach aufgeklatscht? Jo. Nee, bei 1000 bin ich wiedergekommen irgendwo. Und dann wollte ich gerade ziehen, war aber nicht mehr ganz gereicht. Du kannst auch ziehen, wenn du bewusstlos bist, ne? Nee. Nee. Ja, dann sehe ich aber die Höhe nicht. Ja, gefühlt. Du kannst nicht ziehen, wenn man bewusstlos ist. Meine ich auch nicht. Okay, und sich mit vielen Panzern zu rechnen. Sehr gut, toll. Yeah! Die meisten werden in ihrer Garage sein, ja. Das heißt, wir hocken jetzt wieder irgendwo hin, vor den Arti, vor der Luftunterstützung, Mission geschafft. Vergesst den Hauptmann nicht. Ja, den können wir einfach kaputt machen, mit Arti. Na, von dem wir kriegt auch Arti. Vom Hauptmann bekommen wir bestimmt keine Luftunterstützung. Direkt auf den Kopf. Das ist doch geil, dass das... die einfach wegbomben können, die ganzen Panzer, so gehen wir nicht drauf. Ja, ich find's viel cooler, wenn gar keine Panzer da wären. Das wäre langweilig. Jetzt vorsichtig ranpürsen. Sind wir schon? Sollte soweit sein, die Kante, ja. Willst du oberhalb hier weitergehen? Ich gehe mit Scope mit, der braucht dann die Enttarnung. Jo. Hat irgendwer schon direkt hinter der Kante hier geschaut? Nee. Dann schau ich mal eben. Nee. Dafür stehen wir noch alle viel zu eng aneinander. Ich persönlich wäre dafür, wenn wir so mittig zwischen beiden Orten sind. Aber dann muss ja Lieder entscheiden. Da wollte ich auch eigentlich hin mit euch. Aber es ist ja... Problem an zwischen beiden Punkten ist allerdings auch, wie das dann von zwei Punkten aus bekämpft werden kann, also von zwei Seiten. Dafür bist du ja da, Scope. Du hast die Ruhe weg. Es ist halt nur doof, wenn dann von zwei Seiten Panzer kommen und wir nur auf einer Seite anfeuern können. Also Panzer habe ich jetzt ja ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich habe ja eigentlich Infanterie gesehen. In der ersten Kurve hier. Ja, dahinter. Ne, so. Die war auf jeden Fall Bewegungsrichtung Süden. Okay, ist der Berg gleich zu Ende. Ja, ja. Und der übelste Busch vor mir. Ja, den kannst du sehen, das sind doch weiter als 10 Meter.
Ich kann ja auch sehen, nur der Berg selber hoch war sehr dunkel. Weil er ja direkt im Schatten vom, also vom Dings lag. Ah, hier sind doch Felsen, oder? Kann man da nicht... Bisschen Deckung so. Also das da unten sieht aus wie das eine Dörfchen, wo wir hin müssen, da im... auf 210 Grad. Wer steht vor mir? Okay, Berliner. Ich folge dir Scope, unauffällig. Wo wär denn, wo willst du denn hin, auch Mörber? Eigentlich muss das. Was ist denn mit den zwei hier vorne? Seht ihr schon was? Ja, ja, ich sehe auch nichts. Dann würde ich sagen, ihr bleibt hier und Scope und ich gehen nochmal vor. Ja, aber ich sehe noch keine Gegner oder sonst was. Keine Bewegung. Okay, guckt euch mal das andere Dorf da drüben mal ganz vorsichtig, soweit wir reingucken können. Hey. Guck, Berliner. Ja. So vor uns. Daraus 12 Uhr Bewegungsrichtung hier den Felsen. Nicht zu weit runter. Hier geht den Felsen. Ja. Nein, wir sind ungefähr 70 Meter rechts von euch. Markus, halt. Das ist unten. Dann hock dich mal hin, dass ich über dich gucken kann. Ich habe eine Person, die sich da ergeben hat. Ja, okay, dann wird das einer von den Zivilisten sein. Und zwar ziemlich genau, ganz genau Süden von hier aus. Ja, sehe ich. Kompass. Siehst du die, die Person? Ja, ja. Jackett, schwarze Hose. Wenn der sich ergibt, vor wen ergibt er sich denn? Warum bleibt er denn da stehen? Das ist einer, den man retten soll. Ja, wo ist der Geiselnehmer dazu? So, oh, Fahrzeug. Möhre von Nexo, von unserer Position aus ist das erste Dorf, soweit es aussieht, sauber. Der LKW ist leer, kein Fahrer. Bist du weitergelaufen? Soweit mitgekriegt. Ey, muss doch mal Bescheid sagen hier. Möhre am Steg selber haben wir hier eine Geisel, auf jeden Fall eine sich ergebende Person. Am E-Wegpunkt. Habe ich gefunkt, ne, wa? Doch, du funkst die ganze doch, Zeit. Doch, du hast Dauerfunken. Warum ist das andauernd so? Vorsicht mal eben, ich geh mal kurz hier back to Discord. Ist ja schallgedämpft. Nur ein scheiß Dicken, ey. 140 Grad? Da liegt nix. Das sind die, die immer das Gras ausschalten. Die sehen aber welche Dinge. Quasi eine geile Zielperson haben wir schon mal, ne? Richtig? Ja, korrekt. Und einen leerstehenden Ural-Transport-LKW. Den hast du wo gesehen? Das ist jetzt genau hinterm Felsen, 210 bis 220. Am okay. Wasser unten. So, jetzt vorsichtig, nicht, dass sie unten schon stehen, hier gegenüber. Kannst nicht durchschauen, schade. Hier rechts lang kurz. Blinken da hinten auf. Könnte eine Laterne sein. Muss ich auch gerade, ich habe das schon wieder ignoriert.
Das Dorf sieht so verdammt ruhig aus. Ja, der nur möglich gesagt, ne? Ja. Aber ich werde trotzdem mal. Von der Kante selber habe ich keine Aufklärung. Sollen wir die nachziehen bis zu den Steinen hier? Weil wir müssen ja eh da lang, oder? Ich meine, dass wir da lang müssen. Ja, es kommt drauf an jetzt, ob. Weil links haben wir ja Feinde gesehen, ne? Nicht, dass rechts gar nichts los ist und dann brauchen die dich links. Also die Dächer sind auch frei. Soweit ich reingucken kann in die Häuser, ist auch nichts zu sehen. Nee, nichts zu sehen. Was ist denn Möhres Absicht? Hier. Ja, stopp. Ah, da kommt schon Möhre, kommt nach. So, wie ist die Lage? Alles ruhig. Alles ruhig, wie gesagt, nur die eine Zielperson. Bis eine Geisel hier auf dem Steg halt, genau Süd. Und ein leerstehender Ural. LKW. Mhm. Also 165 Grad von meiner Position aus. Das ist diese Person, sonst habe ich hier gar nichts. Was ist denn da der Absicht? Vermutlich auf der anderen Seite. Es läuft ein paar. Geht doch. Eine Straße lang, ja. Am Ort eine Straße ab, die Richtung Flughafen führt. Da liegt eine Leiche rum. Also ich habe es als Leiche identifiziert. Müssen wir dann mal gucken. Also das heißt, wir würden jetzt einmal hier ringsrum gehen und den Ort da sichern und dann gucken, dass wir da auf diese kleine Halbinsel kommen. Den Typen sichern und dann weiter. Auf das 210 war unten am Fluss, direkt an dem Steg. Diesen Truck habt ihr gesehen, ne? Ja, der ist leerstehend. Okay. Ja. Aber wie gesagt, wir latschen jetzt einmal rum. Papier für Alpha Süd kommen. Dann vorsichtig okay. Weiter. Vorsicht, Vorsicht, auf den Strafen. Vor Rassmann, kurz vor Rassmann, kurz vor der Botschaft, beziehungsweise wurde noch gemeldet, dass dort zwei Menschen was gegraben haben, wissen aber nicht, was es sein kann. Kommen. Ich habe nichts gesehen. Ich war auch tot. Das sieht jetzt nicht so nach SF aus. Einige hocken, andere straven rechts lang, ohne Waffe. Ich sehe auch nichts weiter. Vor Rassmann bzw. in Rassmann selber, kurz vor der Botschaft. Kommen. Okay. Ich gehe davon aus, dass du jetzt relativ. Was relativ? Ja, ich gehe davon aus, dass man die vier Personen da unten links willst, die sichern. Hauptquartier für SF kommen. Verstehe gar nicht, weshalb die mir nie mehr gesehen in der Stadt. SF hört. Wie ist eher derzeitiger Status? Wir identifizieren bewaffnet nicht. Bei dem Lichtkegel ist. Haben Evac-Zone den See erreicht, umrunden ihn dann, haben bereits ersten Überlebenden gesichtet, leider auch einen Toten. So verstanden. Überlebenden retten, Überlebender Priorität kommen. So verstanden, Überlebender hat Priorität. Hauptquartierende. Möhre, hast du mitgehört, ne? Ja, Überlebender hat Priorität. Der bewegt sich ein Lichtkegel, seht ihr das? Ja. Da fährt ein Fahrzeug. 180. Sieht mir von hier aus jetzt aber aus wie ein ziviles Fahrzeug. Ja, und fernt sich von der Stadt. Ja, das dreht sich da um. Ziviler Pickup. Kontakte wieder in der Stadt beim Licht. Ja. Jawohl, hat er aktiviert jetzt, ja? Ja. So, lass mich nicht vor euch setzen. Wo ist Scope? Sehe ich.
Einer geht gerade in dieses Eingang. Der letzte Mann, MG-Schütze. Einmal Anti-Tank. Ist das eine normale Reichweite für dich? Weiß ich nicht. Dreimal bewaffnet. Moment. Batterie rein. Batterie geladen. Nachsicht wieder an. Was haben wir denn? Bis zur Laterne haben wir. Ja. 455 Meter. Was für eine Firma, mit der man arbeiten kann, ja. Ja, ist aber ein bisschen weiter, du warst ein bisschen davor, ne? Das passt schon. 5 Mann. 450 dann. Ich werde ja jetzt eh nicht wegschießen von hier. 6 Mann sehe ich, 7 vielleicht. Na, das ist ein. Oh, das ist ein ganzer Infanterietrupp. Mit Panzerfaust allem drum und dran. Eine ganze Gruppe, ne, 400 Meter hast du gesagt von uns? Von uns aus 450. Steht dicht abnehmend, da sie auf uns zukommen. So, was haben wir da? MG-Schütze, PKM-Schütze ist bei. Der holt uns dann alle weg. 2 PKM-Schützen, FN Pfahl, M16, M203. Dahinter steht noch einer mit. Ja, der bewegt sich nicht, der steht da. Der Leader hat auch eine FN Pfahl. Was haltet ihr von der Mauer? Quatsch hier an alle, zu wem gehört Herr Trax? Letzten 2 FN Pfahl bewaffnet, ja, und ja. M16. Das wäre doch ideale Entfernung für unsere M4s und so, oder? Ja, von da könnte man sie kriegen, ja. Da wo sie jetzt sind. 435 Meter. Ja, da kommen immer mehr. Testen wir die Entfernung zu der kaputten Mauer unten vor uns, bitte. Wo der Ural steht? Nee, ja, quasi. Die kaputte Mauer dahinter. Ja. 330. 330, das heißt, bis zu den Zielen wären es dann noch 120 Meter. Das wäre mit dem M4 auf jeden Fall gut machbar. Die stehen da gerade alle schön an der Reihe. Ja, die bewegen sich auch gleich wieder. Ihr könntet aber auf jeden Fall gedeckt euch annähern am Ural, da an diesem leerstehenden LKW vorbei, bis an die Mauern, ja. Warten, bis die wieder in Position gehen. Und dann alle gleichzeitig feuern. Und dann gezielt voll überfallen, wegballern, ja. Wenn die wieder zurückkommen. Jetzt wäre die perfekte Chance, die gehen gerade weg. Ja, beruhig dich. Die werden öfter wiederkommen. Wir haben ja Zeit. Außerdem wird sich Mörder schon ein Planrad machen, denke ich. Okay, ich hoffe. Ja, ich gucke gerade nebenbei. Die beste Deckung ist da unten zwischen den Steinen, aber das ist ziemlich offen. Ich selber schaue mir eher den linken Bereich an, diese Häuserkette, die sich den Hügel hochfärbt. Nicht, dass ihr gleich da unten drin hockt und wirklich wo da oben Feind ist und der sich da unten schon ein. Ist mal richtig besorgt. Dafür sind wir jetzt hier oben. Ja, Berliner, gib mal die Entfernung zu diesen ersten Gebäuden an den Hügel. Hat jemand gesehen, ob der Squad Leader ein Nachtsichtgerät auf hat? Nee, haben sie nicht. Ich glaube, nein. Kann nochmal gucken. Boah, ich sehe einen Schub. Komm mal her, Berliner. Ja. Vermute Scharfschütze. Ja, wo? Ja, warte, ich guck mal eben. So, mal schauen. 105. Passt das? 155? Ja, nee, 190 grob. 190, da siehst du jetzt links die Laterne. Ja. Wenn du die Straße weiter folgst, hast du ein Stoppschild, aber auf jeden Fall ein Schild an der Straße rechts davon. Links davon Gebäude. Ja, da ist einer drauf, ist ein AK-Schütze. AK? Okay. Ja, schwarzer Turban. Ja. Auf jeden Fall Schütze, ne? Ja, und der Baum ist leider davor. Vielleicht könnten wir ein bisschen weiter nach rechts. Versucht auf die zweite Anhöhe dazu kommen, die rechte. Echt, ich gehe mal aus, dass es auch 450 oder 50 Meter ist. Das ist halt die gleiche Höhe wie das gepaunte Gebäude da. Aber wir müssten vielleicht ein bisschen weiter rechts, dass wir die Straße einsehen können. Rechts noch ein Hügel. Die wäre doch perfekt. Die steht ja, genau zur Straße. Lass uns mal hingehen. Also, ihr beide begibt euch auf den Hügel und wir gehen jetzt runter zur Straße, sodass wir von da aus sind taufenweise Mauern. Wobei, so, frag mal, wo er dich haben will, ob er dich bei uns haben will. Nee. Oh, hier, ja. Fahrzeug auf den
in Anhöhe da. Ja, ich muss hier bleiben, ich muss weit. Ja, ja. Scope? Ja. Sobald ihr uns die Leute wieder in Reihe seht, wir begeben uns zu den Mauern. Ja. Legen uns dorthin, gibst du das Go. Dann stehen wir heute, gehen wir in die Hocke und fangen an zu schießen. Ja, verstanden. Nur eine Frage. Was? Soll ich mit euch mitkommen oder soll ich mit Scope von oben Feuerschutz geben? Na, ich weiß nicht, ob du von da aus wirken kannst als MG. Sicher. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt mit drei Mann das war. Wobei Nexo. Ne, MG-Schütze sollte unten bleiben. Ich würde auch sagen, bleib bei denen unten mit, weil du bist auf so gut, super Distanz, da kannst du den richtig schön besorgen. Ja, alles klar. Na gut, ja, ich geh mit. Los, Medic, komm. Ich dachte, der Wind hier oben eigentlich relativ stabil. Alter, ist natürlich ordentlich, ne, am Feind. Ich weiß ja nicht, haben wir jetzt schon Artillerie? Ein Artillerieschlag da rein? Weiß nicht. Kannst du mal nachfragen, wie viel uns zur Verfügung steht? Nicht, dass wir das für Infanterie fahren. Und auch wollen wir Panzerfeinde haben. Irgendwo mal ein Stein, Alter? Berliner und Möhre, hörst du mich noch? Okay, wie weiter können wir. Sicherlich höre ich dich noch, das geht bis 700 Meter. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben ja doch eine recht große Gruppe. Gibt's da sowas wie Artillerie schon am Anfang? Wir könnten nachfragen. Wäre dann Sie haben deine Möglichkeit nachzufragen? In den nächsten 45, nächsten Minuten 2 A10s über mein Funkbereich in Ihrer Umgebung. Sie werden über Ferusabad kreisen, wenn Sie sie benötigen, Anforderungen über mich. Ich schicke sie dann zu Ihnen. Richtig. Ich glaube, das hat er gerade durchgegeben, ich hab's nicht gehört. Scheiße. Ja, auf 165 Grad steht noch ein LKW rum, ich kann jetzt nicht mehr. Bedenken Sie bitte, Sie haben nicht unendlich Sprit. So, die Gruppe. Sag mal, kannst du, wenn du Klarius anfragst, oder ja, wenn er mal fragt, frag mal, ob wir wieder begrenzte Schusszahl haben, sodass wir wieder. Das echt jetzt, wenn das nur die paar Manneken sind, dass wir das nicht verhauen, dann vielleicht Panzerproblem haben. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, dass das dann nicht, dass nicht vergebens ist hier. Dass die Artillerie da nicht mehr zur Verfügung steht. Ich sehe noch ganz außerhalb der Stadtstraße folgen, links an den ersten Gepauns, rechts davon ein Fahrzeug, unbemannt für mich. Boah, viele Zivilisten links am Berghang fangend, 170 Grad. Ja, sehe ich. Sehr viele Zivilisten. Nein, ich muss mich hinknien, ist ja nichts hier. Möhre, ich selber kann euch nicht einsehen. Wenn ihr da unten im Bereich seid, feuerbereit wäret, gib's mal weiter an mir. Links am Hang ist auch noch ein Ural. Wir sind momentan am Strand, also gerade, was weiß ich, 500 Kilo oder so ähnlich, keine Ahnung, da muss gerade was losgehen. Ihr haltet einfach nur den Punkt im Auge, wo die Patrouillen laufen, mehr nicht. Scope, ja. Wir wollen in der Entfernung nochmal von hier bis zur Laterne, grob. Ja, 20. Aber wenn, dann werden wir ja sowieso Feuerüberfall machen, wenn sie da wieder an der Mauer stehen, ne? Eieiei. Naja, AC können wir sowieso nicht machen, wegen der Zivilisten dazwischen. AC hat sich auch schon erledigt. Und ich habe einen Krankenwagen aufgeklärt. Ah, ein rennender Zivilist, was ist denn da los? Rennt gerade den Rügel runter zum Wasser. Aber es ist Zivilist, ja. Ich denke, dass ich hier von 24 schießen werde.